Servus, ich bin der Guido Tschuck und ich erkläre euch jetzt die Standardtechnik von einem Drop. Für die Standardtechnik von einem Drop suchen wir uns auch einen relativ kleinen Drop für den Anfang. Das ist einfach sicherer zum Üben. Wir rollen auch wieder in der Grundposition an, gehen dann kurz vor der Kante tief, um mit der Kante praktisch nach oben zu gehen. Somit fährt das Radl weiter in der Luft, gleiche Linie wie der Drop. Und erst wenn das Hinterrad dann über die Kante drüber ist, geht's nach unten, in der Landung wieder darauf achten, von der Streckung schön in die Beugung gehen, das Ganze wegfedern.